Eva, 24 Jahre, Verkäuferin in einer Boutique. Oliver, 26 Jahre, kaufmännischer Angestellter, seit 4 Jahren ein Paar. Sylvia, 33 Jahre, Assistenzärztin in einer Klinik. Marco, 33 Jahre, Personal Fitness Trainer, seit 11 Monaten ein Paar. Andrea, 37 Jahre, Inhaberin einer Schreinerei. Tillmann, 36 Jahre, Lehrer an einer Gesamtschule, seit 8 Jahren verheiratet. Ich denke nie nach. Mein Bauch entscheidet. Ein Buller aus Tölz. Also gehen wir jetzt zum Italiener. Ich hab doch gesagt, ich möchte lieber zum Chinesen. Ach Mensch, aber ich habe heute so einen Hunger auf Nudeln. Beim Chinesen gibt's auch Nudeln, also komm jetzt. Nee, komm du doch. Nein, ich will nicht. Gott, jetzt komm doch. Komm du doch. Nein. Wenn Männer immer alles machen, was die Frauen wollen, sind sie am Arsch. Die totalen Weicheier. Aber nicht mit mir, ich treffe hier die Entscheidung. Nein. Und nein heißt nein. Ach nein. Bitte, Marco. Ich hab mich schon die ganze Woche auf Chinesisch gefreut. Na, schön, dann gehen wir zum Chinesen. Das ist psychologische Paarführung. Und wichtig dabei ist, einen Schmollmund machen, dann den Kopf leicht zur Seite und mit süßem Hundeblick, bitte, Marco. Aber dabei natürlich bleiben. Klappt immer. Ich höre immer, dass Frauen so viele Tricks haben, um sich bei ihren Männern durchzusetzen. Ich brauche bei Olli keine Tricks, weil ich einfach die besseren Argumente habe. Nein, wir gehen da nicht hin, klar? Ist ja gut. Dann eben nicht. Richtig gute Argumente. Unsere Freunde sagen manchmal, Andrea hätte bei uns die Hosen an. Das ist Quatsch. Entscheidungen treffe immer noch ich, nicht Andrea. Was ist denn? Der Fernseher ist kaputt. Warst du das? Ja, klar. Ich habe gestern ferngesehen. Das hat ihn zerstört. Komm, der hat doch schon lange Zicken gemacht. Im Elektromarkt habe ich einen ganz tollen gesehen. Für 400 Euro. Ist wahrscheinlich nur so ein Steckerdings. Kann reparieren lassen. Reparieren. Tolle Idee. Tillmann will immer alles reparieren lassen. Sogar Schrott. Ich will aber einen neuen Fernseher. Das hätte jetzt aber mindestens eine Woche gedauert, bis ich ihn von meiner Meinung überzeugt hätte. Von seiner eigenen Meinung kann man Tillmann viel schneller überzeugen. Reparieren. Also, das kostet vielleicht 150 bis 200 Euro. Aber hast du nicht mal gesagt, die Bildröhre sei auch defekt? Ich? Ja, das hast du gesagt. Das sind mindestens 300 Euro. Und dass die Anbieter an Bildröhren mehr verdienen als an neuen Geräten, hast du gesagt. Ja? Ja, wenn ich das gesagt habe, stimmt ja auch. Also, 300 Euro Bildröhre plus 150 Euro dieses Dings da sind 450 Euro. Ich bringe ihn morgen weg. Ah, nee, du, lass mal. Neuer ist besser. Lass uns lieber einen neuen kaufen. Wenn du meinst, Schatz. Gott, bin ich gut. Wer schön sein will, muss leiden. Aber nicht jeder, der leidet, muss auch schön sein. Volksweisheit. Ich meine, es hat ja auch Vorteile, wenn man mit einem Typen zusammen ist, der nicht aussieht wie ein Model. Wen meinst du denn jetzt? Ich meine nicht dich, Olli. Das ist jetzt mehr so allgemein. Der Vorteil ist ja, man muss sich nicht so viele Sorgen machen, dass einem eine andere Frau den Mann ausspannt. Und der Nachteil? Ja, der Nachteil ist doch, dass der nicht aussieht wie ein Model. Wer denn? Irgendeiner, Olli. Irgendeiner. Mann, das dauert ja. Aber der Laden ist echt geil. Da will ich schon mein ganzes Leben lang rein. Danke. Du nicht. Aber wir gehören zusammen. Wer? Wir? Bist du schwul oder was? Das muss man sich mal vorstellen, ja? Wer gut aussieht und wer nicht, das entscheidet so ein hirnloser Wichtigtuer, oder was? Scheiße. Naja, aber irgendwie ist das ja schon peinlich, wenn man da nicht reinkommt. Was war los? Der Typ. Also du warst gerade drin, da hatten wir eine Diskussion über Fußball. Ich sag scheiß Bayern und der Typ ist ein Bayern. Ja, bin ich nicht reingekommen. Mann, was für ein Idiot. Und ich dachte, die gehen nur nach Aussehen. Ja, das dachte ich auch. Ich weiß schon, was da los war. Und das hat Olli irgendwie verunsichert.
Ich meine, jetzt fragt er immer, ob er gut aussieht. Na klar sieht er gut aus. Aber ich muss jetzt vorsichtiger sein mit meinen Bemerkungen. Hey, das sieht aber echt gut aus, super. Echt? Ach, dann ziehe ich das jetzt öfter an. Scheiße, was habe ich bloß gesagt? Schönheit. Für mich gibt es ja nur innere Schönheit. Alles andere ist mir völlig egal. Aha, du schaust also den Frauen nur hinterher, weil sie so einen tollen Charakter haben. Ja, ja. So ein Blödsinn. Vielleicht hängt das ja mit Hormonen zusammen oder so. Aber Andrea zum Beispiel. Andrea sah mal richtig gut aus, ne? Aber sie hat zugenommen, keine Frage. Hallo. Ja, aber hallo. Aber hallo, ich möchte ja nicht sagen, dass Andrea jetzt richtig fett geworden ist, ne? Aber ich meine, sie lässt sich schon ziemlich gehen. Ne? Hallo, also, Tillmann. Hey, was soll denn das? Ich lass mich gehen. Ja, das hast du neulich absolut falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, du lässt dich gehen, sondern ich lasse dich niemals gehen. Das hast du gesagt? Ja. Hast du nicht? Hab ich doch. Nein. Doch. Tillmann hat gesagt, Andrea lässt sich ziemlich gehen. Ja, ich geb's zu. Entschuldigung. Na also. Ich lass mich gehen. Wenn du so weitermachst, lass ich dich gehen, klar? Ja, ja. Würdest du mich auch noch lieben, wenn ich hässlich wäre? Oh Gott, ich muss weg. Hey, was ist? Bei diesem Thema kannst du als Mann nur verlieren, egal was du sagst. Weich mir nicht immer aus, jetzt sag schon. Was soll denn das? Marco, würdest du mich auch noch lieben, wenn ich alt und hässlich bin? Ja, natürlich. Das klang halbherzig. Quatsch, das klang vollherzig. Ich weiß doch, wie die Typen sind. Dauernd verlassen Männer ihre Frauen wegen einer Jüngeren. Da will ich gewiss sein, dass es mir nicht so geht. Ich weiß, die Gewissheit gibt es nicht. Aber ich will sie trotzdem. Du liebst mich da nicht mehr, oder? Dann suchst du dir eine Jüngere, die schöner ist. Ich würde mir niemals eine schöne, junge Frau suchen. Ach, dann bin ich jetzt für dich nicht schön und jung. Natürlich bist du schön und jung. Ach, und komm. Wer dies lesen kann, braucht keine Brille. Was liest du denn da Spannendes? Das ist ein Buch über Frauenkrankheiten. Wieso? Du bist doch überhaupt nicht krank. Hier! Oh nein, ich hab's doch gewusst. Was hast du gewusst? Ich hatte neulich auf der Toilette so ein Brennen. Ja und? Hier steht, dass das ein Anzeichen für eine Chlamydieninfektion sein kann. Und wenn diese Bakterien nicht behandelt werden, dann führt das zur Unfruchtbarkeit. Ja, jetzt beruhig dich doch erstmal. Das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Und genau so war's. Eva ist am nächsten Tag sofort zum Frauenarzt gelaufen und der hat natürlich nichts festgestellt. Man muss halt auf seinen Körper hören. Hinterher ist es vielleicht zu spät. Wir Männer sind da zum Glück nicht so hysterisch. Man darf sich auch durch diese ganzen Gesundheitsbücher nicht so verrückt machen lassen. Eva, guck mal bitte. Findest du nicht auch, dass der Leberfleck komisch aussieht? Das hat da auch was Gutes. Olli ist jetzt viel sensibler für das Thema Gesundheit. Das ist doch bestimmt Hautkrebs, oder? Vielleicht ein Tacken zu sensibel. Als Ärztin lese ich meistens nur medizinische Fachliteratur. So für Zeitschriften und Romane bleibt mir da nur wenig Zeit. Als Personal Trainer muss man immer gut über neue Trends informiert sein. Klar, dass ich da viel lese. Sitzt du deshalb immer so lange auf dem Klo? Weil du dich informierst? Silvia, das gehört jetzt wirklich nicht hierhin, ne? Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie viel Zeit Männer auf dem Klo verbringen? Unglaublich. Klar kann ich mich auch aufs Sofa setzen und da lesen. Aber ich find's auf dem Klo genauso gemütlich. Warum kannst du es nicht einfach akzeptieren? Wie kann man denn seelenruhig eine Zeitschrift nach der anderen lesen, wenn man vor Gestank eigentlich tot umfallen müsste? Der Trick ist, man muss zwischendurch einfach mal spülen. Willst du wirklich wissen, warum Männer so gerne auf dem Klo lesen? Da bin ich ja mal gespannt. Marco, wann bringst du denn den Müll runter? Ich muss doch noch zum Supermarkt und mein Kleid aus der Reinigung holen. Und außerdem die Schuhe... Kapier ich nicht. Was ist denn jetzt der Grund? Man hatte einfach mal Ruhe vor seiner Freundin. Was soll das denn? Das ist ja eine Unverschämtheit, als ob ich dich ständig nerven würde. Also Marco, das glaube ich jetzt echt nicht. Du hast nun wirklich keinen Grund, dich zu beschweren. Ich gehe mal kurz aufs Klo, ja?